Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, heute geht es nochmal ums Thema Max hat die YouTube vs. Ghostman Plays. Es ist ja doch da etwas Spannendes passiert, was ich jetzt doch nochmal explizit in diesem Video ansprechen möchte. Vielleicht hat es ja der ein oder andere mitbekommen, dass Max halt YouTube mit YouTube aufgehört hatte, weil, naja, ich verlinke euch einfach mal das Video in der Beschreibung, ihr könnt es euch ja gerne mal selbst anschauen. Auf jeden Fall macht Max nun kein YouTube mehr und da er natürlich jetzt auch nicht mehr Videos hochlädt, ist es natürlich jetzt auch sehr schwer für ihn noch an Abos dazu zu gewinnen. Was quasi jetzt bedeutet, dass Ghostman Plays gewonnen hat gegen Max HD YouTube. Erstmal Gratulation natürlich von mir an dieser Stelle. Ghostman Plays, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen gegen Max HD YouTube. Nichtsdestotrotz bekommst du natürlich noch keinen Preis, da du auch noch nicht die 100 Abonnenten erreicht hast. Aus diesem Grund war es jetzt natürlich ein bisschen schwierig für mich, weil die Streams sollten jetzt eigentlich weitergehen, aber jetzt, wo Max kein YouTube mehr macht, wie gesagt, schaut euch das Video, warum er aufgehört hat, an. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Es ist jetzt halt einfach so, dass es schwierig geworden ist, einen neuen Teilnehmer zu finden, weil es soll natürlich weitergehen mit dem Kampf, weil ab morgen sollen ja auch wieder aktiv Streams kommen. Und deswegen habe ich mir nun einen neuen Kandidaten ausgesucht, er heißt Twitch Cloaked. Ich packe ihn euch einfach mal unten in die Videobeschreibung, ihr könnt euch ja einfach mal seinen Content anschauen, vielleicht gefällt euch das ja. Und er ist auf jeden Fall auch ein Bekannter von mir, er ist jetzt zwar nicht wie Max in meiner Klasse, aber ich kenne ihn auf jeden Fall auch schon viele Jahre. Und er ist jetzt der Neue, der gegen Ghostman Plays antreten wird. Und bei den beiden wird es jetzt auch so sein, wer als erstes die 100 Abonnenten gewinnt, bekommt dann eben auch seinen Preis. Wobei bei beiden wird es einen anderen Preis geben. Also Twitch Cloaked bekommt nochmal einen anderen Preis als Ghostman Plays. Aber beide bekommen in etwa einen Preis, der gleich gut ist. Und ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr Bock habt, auch in den nachfolgenden Streams dabei zu sein, auch wenn Max jetzt an dieser Stelle ausscheidet. War es wirklich ein spannendes Rennen gewesen, wie er am Ende nochmal aufgeholt hat. Klar, mittlerweile sieht man schon, dass Ghostman Plays sehr weit vorne ist. Es war ja mal eine Zeit, da hatten die beiden irgendwie 57 Abos gehabt, aber trotzdem, es war wirklich spannend gewesen. Nichtsdestotrotz scheidet Max an der Stelle aus, da er jetzt keine Abos mehr dazu gewinnen wird, da er jetzt auch keine Videos mehr hochlädt. Und deswegen ist nun Twitch Cloaked. Beziehungsweise Jan, ich habe auch zu ihm schon mal ein Meinungsvideo auf meinem Kanal gebracht. Ich glaube, das war sogar mein zweites Video gewesen. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Er ist jetzt auf jeden Fall der neue Finalist, der gegen Ghostman Plays antreten wird. Der ein oder andere hat ja auch vorgeschlagen, dass ich selbst gegen Ghostman antreten soll, weil wir beide ja auch gleich viele Abonnenten haben. Aber ich selber möchte eigentlich da nicht antreten. Deswegen, ich suche mir immer andere Kanäle raus, also natürlich bekannte Kanäle, die ich auch kenne, denen ich auch dann auch einen Preis übergeben kann, wer von den beiden als erstes die 100 Abonnenten knackt. Ich möchte mich auch nochmal für den ganzen fetten Support bedanken. Diese Videos haben immer richtig viele Aufrufe bekommen, vor allem das erste Video mittlerweile über 100 Aufrufe. Vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr ab morgen in den nachfolgenden Streams auch dabei seid. Twitch Cloaked vs. Ghostman Plays wird es nun heißen, jeden Tag 18 bis 19 Uhr. Nichtsdestotrotz wird es auch danach nochmal eine kleine Pause geben. Aber natürlich hoffe ich, dass ihr alle Bock habt. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Haut auf jeden Fall rein. Ich hoffe, ihr seid in den nachfolgenden Streams dabei. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle sagen, tschüss, bis dann.